Jo Leute, und hiermit begrüße ich euch zu dem Part 2 mit von Mario Kart 8 Deluxe. Und heute bin ich alleine. Und zwar habe ich mir heute mal überlegt, wir spielen heute einfach mal im Online-Modus, also Online-Turnier. Ich werde das dann auch immer so machen, ich spiele einmal online, einmal offline, also dass wir beides, dass wir uns überall halt so ein bisschen hochpowern. Ich nehme mir meinen Boohoo, den Mercedes und ja, doch, die kleinen Reifen könnten das packen. Ja, dann sehen wir uns gleich, ne, wenn wir losfahren. Gerade mussten wir unsere Piste wählen. Ich glaube, ja, doch, die Varius-Abfahrt, die wird, glaube ich, gewinnen. Na. Wasserpark heißt da genau. Nur Japaner dabei. Ist schon ein bisschen komisch, ne? In Mario Kart 8 Deluxe sind sehr viele Japaner und in Splatoon sind, ich glaube, ich nicht einer Japaner oder so. Also ich habe noch nie Japaner gesehen. Wahrscheinlich sind die Server da anders als hier. Wer von euch ist auch alles so gehypt auf Super Mario Odyssey? Ich meine, das Spiel wird auf dem Kanal hier Let's Played. Und meine Meinung, das Spiel ist einfach nur Hammer. Am meisten 16 Welten. Und ich glaube sogar 800 Monden wurde jetzt veröffentlicht. Es ist schon heftig. Da werden wir lange was zu spielen haben. Nein. Ich wollte gerade sagen, wir sind gar nicht so schlecht hier im Online-Modus, aber dann kam dieser Blitz und dann sehen wir. Okay, ja, der Blitz. Wir können ja nichts für den Blitz, ne? Aber wir schlagen uns gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass so viele Schnatzen dabei sind. Echt? Ich dachte, man kann dieses Unterwasserschiff hochschmeißen, aber kann man anscheinend ja nicht. Komm, wir geben erstmal schnell Power, damit wir noch ein paar Plätze besser werden. Ich glaube, siebter, oder? Ja, siebter Platz. Naja. Ich hoffe, sowas gefällt euch. Falls ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und wenn ihr mich gut findet, cool findet und meinen Content, den ich mache, verfolgen wollt oder euch das halt gefällt, dann könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und jetzt wählen wir mal die Yoshis Piste aus. Aber die Reifen sind gar nicht mehr so schlecht. Ich wollte einen anderen Gleiter jetzt benutzen. Welchen sollen wir denn nehmen? Mal gucken. Der ist eigentlich gut hier, oder? Nee, obwohl der
wo das Flugzeug besser ist, da das Tempo irgendwie schneller war, keine Ahnung. Ich achte da eigentlich nicht so viel drauf, aber jetzt habe ich da irgendwie drauf geachtet, keine Ahnung. Und da geht's auch schon los. Ich wollte gerade überlegen, ob ich das jetzt irgendwie cutte oder so, weil das sonst zu lange dauert, aber es geht ja jetzt schon direkt los. Dann kann ich in der Zeit ein bisschen dummes Zeug schwätzen. Boah, jetzt wähl doch endlich mal aus. Verdammte Scheiße. Okay. Okay, da müssten wir eigentlich gut sein. Okay, es sind noch zwei Deutsche dabei. Aber auch sehr viele Japaner wieder. Obwohl die meisten sind ja auch alle die ganzen Nintendo-Fans, also nicht die ganzen, aber ich glaube, die meisten sind auch wirklich Japaner, glaube ich. Klar gibt es auch richtig viele Deutsche und so, also ich denke mal so ein oder zwei Drittel, obwohl, oder? Zwei Drittel sind Japaner? Nee. Ein Drittel, wenn, von den Leuten. Zwei Drittel wäre ein bisschen heftig. Deutsch Power ist am Start hier. Vor uns ist der Lot Taka, zweiter Platz. Okay, na genau. Jetzt müssen wir Gas geben. Vorne wurde ein Panzer hingeschmissen. Oha, ist der richtig weit vorne. Scheiße. Na, als ob ich genauso getroffen habe. Geworfen habe und mich getroffen habe. Das kann doch nicht sein. Genau. Okay, die Runde verkacken wir aber richtig. Ich war eigentlich dabei am Überlegen, ob ich lieber noch den Offline-Modus erst ganz durchzocke. Und dann online, aber da waren noch ein paar Leute, die wollten gerne online sehen. Habe ich mir gedacht, komm, machen wir online und offline abwechselnd. Dann hat die Seite, die offline gucken will, was zu gucken, und die Seite, die online gucken will, was zu gucken. Also habe ich mir dann so gedacht. Okay. Banane. Die kann ich auch echt jetzt ganz gut gebrauchen. Oh nein, die Hand hat meinen Panzer kaputt gemacht. Jetzt hier schon mal anfangen zu driften, damit wir um die Ecke kommen. Und jetzt hier noch ein bisschen Gas geben. Kommt. Müssen wir überhaupt erstmal hier rüberkommen? Okay, jetzt hier irgendwie rum. Nein, ich habe gesagt, der hat keine Power, aber der hat natürlich auch meinen Mind-Trick angewendet mit der Power noch am Ende. Naja. So Leute, ich hoffe, heute hat es euch mal wieder gefallen. Falls ja, dann freut es mich sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Mal schauen mal, was ich hochladen werde. Wozu ich Bock habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.